So Leute, wir sind in der neuen Unterkunft mit einer offenen Küche und wir machen uns jetzt ein bisschen Abendbrot. Ja. Schönen guten Morgen aus Bali. Wir sind auf dem Weg zu einem großen Supermarkt und danach wollen wir zu einem Frischemarkt. Oder erst zum Frischemarkt, dann zum Supermarkt. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge, aber wir haben ja unsere eigene Küche und wir wollen endlich mal wieder selber kochen. Deshalb gehen wir jetzt dafür erstmal einkaufen. Und wir sind hier ein bisschen abgelegener. Also wir waren ja vorher in Ubud und jetzt sind wir weiter im... Wir sind jetzt weiter an der Ostküste, also direkt am Strand. Den Strand haben wir auch noch nicht gesehen, also heute steht viel an. Dann nehmen wir euch mal mit, ne? Also bis gleich. Wir sind jetzt endlich angekommen im Carrefour. Das ist so ein riesen Supermarkt hier in Den Passer. Wir haben eine knappe Stunde nach hier gebraucht. Verkehr war normal, denke ich mal, zu bewältigen. Sind wir ja mittlerweile schon gewöhnt. Aber die Hitze irgendwie ist richtig krass. Und wenn man zwischen den Autos steht, dann die Abgase und so. Das macht es noch schlimmer irgendwie. Also war schon eine anstrengende Fahrt, aber jetzt sind wir endlich da. Jetzt sind wir eingekauft. Leute, wir sind gerade in einem riesigen Supermarkt. Das ist echt unglaublich, was hier alles gibt. Wir wollen dann eigentlich nur Gemüse kaufen. Also Möbel und Weihnachtsbäume gibt es hier scheinbar auch. Der kostet mal eben schlappe 2 Millionen, was umgerechnet 136 Euro sind für den Weihnachtsbaum. So viel Plastik, aber wir haben so viel Gemüse gekauft. Ja, Plastik in Plastik eingepackt, richtig krass. Aber wir haben jetzt so viel eingekauft, das reicht locker für 3 Tage. Das richtig Spannende jetzt wird aber noch sein, das alles auf den Roller zu bekommen. Der hat kein Helmfach oder so. So Leute, wir sind jetzt am Roller angekommen. Da steht der Roller. Wir sind hier total zugepackt worden. Guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Müssen wir den erstmal hier rausbekommen und dann den ganzen Kram auf den Roller bekommen. Wir wissen noch nicht, wie wir das alles damit transportieren. Aber kriegen wir hin, ne? Aber erstmal hier rauskommen. Als wir hier ankamen, war halt noch nichts los. Ja. Aber wir waren 2 Stunden im Laden. Bestimmt, ey. Wir haben uns so verlaufen. Ja, das sieht spannend aus. Leider konnten wir in dem Laden nicht filmen, weil Dennis seinen Rucksack abgeben musste. Okay. Oh, das geht doch. Jetzt geht's ans Beladen. Jo. Boah, bitte lass es gleich nicht regnen. Wir müssen eine Stunde nach Hause fahren. Wir haben ja auch nicht wirklich viel Kofferraum, ne? Ja, das ist der Kofferraum. Jo. Da passt nichts rein. Also. Boah, da darf keine Tüte reißen. Ich halte ja meine Beine von außen dran. Okay, langsam wird es knapp. Hier in 14 Minuten von Den Passer. Noch ist es trocken. Drückt uns die Daumen. Los geht's. Gegen die ganze Verschmutzung und so und Abgase noch die Sonnenbrille drauf. Wir haben es nach Hause geschafft. Unser Butler hat da vorne schon gewartet. Ja, und ich müsste Lena dann jetzt auch mal helfen. Aber ich wollte euch noch mal eben das Chaos zeigen, bevor wir jetzt loslegen mit Kochen. Alles voller Plastik. Ja, das stimmt. Aber da ist auch geiles Zeug drin.
Hier haben wir Champignons, Paprika, Tofu, so ein paar Blöcke, noch mehr Champignons, Salat, Spinat, noch mehr Tofu, Äpfel, Auberginen und hier was ganz Geiles, Tempeh. Das ist ja total günstig, also ein so ein Block hier für 5.900, das ist ungefähr 30 Cent und hier kann man das richtig geil zubereiten. Hier haben wir es echt lieben gelernt. Ja, dann Toast noch, hier haben wir Möhrchen, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und, seht ihr es schon? Seht ihr es schon? Knoblauch. Eine Gurke. Ah ja, weil wir selber Tzatziki machen. Genau. Fehlt da nicht noch irgendwie was? Was denn? Oh doch, klar. Ich habe ja noch bei mir in der Tasche was. So, weiter geht's. Cornflakes fürs Frühstück. Als ob wir hier einziehen, oder? Geiler Mangosaft. Dann haben wir hier Sojamilch für die Cornflakes oder so zum Trinken. Also auf jeden Fall ein fetter Salat, obwohl das hier kommt ja mit in die Wraps rein. Ja, aber nicht alles. Ich teile das ein bisschen auf. Übrigens, wir machen heute Wraps, falls wir es noch nicht gesagt haben. Wie zu Hause. Ja. So, und hier ist jetzt meine Tzatziki-Ecke. Und jetzt kommt halt unser veganer Joghurt noch da rein. Zip. Der sieht gut aus. Ja, der riecht ein bisschen nach Kokos. Müssen wir gucken, dass wir es herzhaft und salzig hinbekommen. Und hier haben wir schon den fertigen Salat. Und hier ist jetzt der Tzatziki und hier so das Gemüse, schmeißen wir uns dann gleich auf die Wraps. Und dann kommen dann noch die Keimlinge rein und diese Maisdinger und Spinat. Boah, wir haben so viel Gemüse gekauft. Ja. Ne, voll heftig. Das reicht für einige Tage. Ja. Also wenn das mal kein gutes Timing ist, wir stehen hier gerade in der Küche, eben vom Einkaufen gekommen und jetzt geht's hier wieder richtig los, ja. Kommt richtig krass runter. Lass mal gucken, dass wir die Jalousien hier ein bisschen runter machen. Mal gucken, wie das geht. Wir sind ganz alleine hier. Boah, die Wraps, die wir gekauft haben, sind mal viel zu klein. Hast du einen zubekommen? Okay. Ja. Aber ich habe Folgendes gemacht, weil das mir viel zu klein ist. Habe ich mir einfach einen zweiten gemacht, den haue ich jetzt da drauf. So. Und das falte ich jetzt irgendwie und dann wird es gegessen. Juhu. Wir haben noch so viel über. Wir haben nur die Hälfte gemacht. Und es ist einfach so viel über. Wir haben uns mega verschätzt. Passiert euch das auch manchmal? Das wird total verschätzt, zum Beispiel mit Spaghetti oder sowas oder viel zu viel einkauft und denkt, oh, das passt schon, das kriegen wir schon auf. Wir haben für eine Großfamilie gekocht. Oder? Ja, passiert uns ständig. Aber wir haben ja 3 Tage davon zu essen. Bist du satt? Und ich platze. Und wer spült jetzt? Das konnte ich schlafen. Ja, machen wir auch gleich. Aber erstmal das Chaos hier aufräumen. Fast fertig. Dennis ist fleißig. Letzter Löffel. Das sieht jetzt aus, als hätte ich mich extra hier für den letzten Löffel hingelegt. Aber ich habe total viel abgetrocknet. Ja, und wer hat gespült? Oh, der hat mich gesehen. Sorry. Ja, das ist einer der 2 Wauwurs, die hier immer mit uns rumhängen. Ja, die Küche kennt ihr ja schon. Und die da kennt ihr auch. Jetzt wollte ich euch aber, bevor wir morgen abhauen, noch mal eben die ganze Anlage hier zeigen. Ja, das ist unser Gefährt. Das hier ist unser Tor. Und das hier ist quasi die ganze Anlage. Da sind so Housekeeping-Räume, da ist die Küche. Wenn es mal windet, kann man hier die Jalousien so runterfahren. Ja, das ist wieder Lena. Das Ganze hier ist von dem Host hier, von unserer Gastgeberin, ein designtes Haus, eine Villa. Oben drin können Gäste übernachten. Die haben sogar eine offene Dusche hinten dran. Jetzt, wo keine Gäste da sind, pennen die hier selber, also die Gastgeber. Und wir haben hier unten das Zimmer. Das ist echt schön, weil neben dieser Küche haben wir auch dann noch hier vorne so einen Essbereich. Aber meistens regnet es ja, deshalb essen wir da in der Küche. Da vorne ist Minty. Molly! Molly, Molly! Molly? Ja, Molly liegt gerade oben. Dann haben wir hier noch so eine schöne Gartenanlage, die abends auch mega cool beleuchtet ist. Und hier ist unser Zimmer. Und das zeige ich euch, sobald ich einen Schlüssel habe. Du ein dickes Bäuchlein. Warum hat die denn so ein dickes Bäuchlein? Weil die mal 2x fressen muss. Die muss immer das Fressen von Molly aufessen, weil die das nicht frisst. Ja, das ist unsere Hütte im Moment. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie es drinnen aussieht. Falls ihr euch fragt, warum Lena da hockt, ich weiß es auch nicht. Weil ich Minty streichen wollte. Ach so. Ja, stimmt. So in der Dunkelheit
kommen immer die ganzen coolen Tiere raus. Jetzt ist euch mal was Cooles zeigen. Ich gehe erstmal vorsichtig dahin. Seht ihr das da hinten an der Wand? Ich hoffe, der haut jetzt nicht ab. Oh, der hat was gesnackt.